Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Machine for Pigs mit dem Leo. Wir haben, glaube ich, soeben die Maschine wirklich aktiviert. Ich gehe zumindest davon aus. Wo läuft denn auch noch alles hier? Ist der auf On? Ja, der ist auf On. Und jetzt müssen wir hier weitergehen. Hier liegt wieder ein Buch und... Alter, ein ziemlich krasses Bild. Ich darf den Nippel gar nicht zeigen, sonst wird das Video gesperrt. Fluteinbruch, Notabschaltung und Kraft. Steht dort oben an der Anzeige. Und hier ist irgendwelche Skizzen. Hier ist noch eine Tür. Die ist aber abgeschlossen. Okay, ein Schreibtisch. Was in den Schubladen drin? Flasche, kriege ich die? Die ist bestimmt leer. Kriege ich auch gar nicht. Bücher. Die ich scheinbar ebenfalls nicht... Alter. Die ich ebenfalls nicht rausnehmen kann. Und noch mehr Bücher. Kann ich die rausnehmen? Nee. Okidoki. Ist hier noch was drin? Auch haufenweise Flaschen. Und hier ist nichts mehr. Wunderbar. Ein Ziegenbock. Ah, okay. Das Halsband, der Hals, der Geigenstrick. Oh, welch Fanfare. Die Times beschrieb es als schönes Ereignis. Das Fahntuch erstreckte sich ganze Straßen weit. Und die Fanfare blies. Ein stolzer Tag für die Familie. Die Ladezeiten sind auch nicht ohne. Okidoki. Hallo. Das Weingläser sind immer fast gar nicht zu sehen. Machen wir mal Licht an. Oh, Telefon. Mal ran. Wir rufen uns in diesem anderen Tagebucheintrag aber erstmal. Hallo? I have such visions to share with thee. If my jaw be unshackled and you harvest the crust from my eyes, make me clean, Mandus, that my thoughts and words can unfouled be. Okay. Wir sollen ihn befreien, wie auch immer das ist. Kruste auf den Augen. Können wir die Seite da aufnehmen? Gewächsstuhl. Nee, kann man nicht. Und wieder eine Schweinsmaske. Wie schön. So, zurück hier erstmal J. Wir müssen eigentlich einen Tagebucheintrag haben. Ja. Die Fabrikbüros. All diese Hinweise auf eine große... auf eine große Arbeiterschaft, aber keine tatsächlichen Lebenszeichen. Es ist gar so, als ob sich jemand sehr darum bemüht hätte, die Illusion einer funktionierenden Fabrik zu kreieren. Aber wenn man diese Fassade genau studiert, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch, ich muss meine Ängste beiseite... Alter, ich lese gerade wie so ein Mongo. Ich muss meine Ängste beiseite legen, das Unbehagen unterdrücken... dass sich mir in den Magen gräbt und meinen Weg fortsetzen. Alright. Hier ist ebenfalls abgeschlossen. Dann geht's hier weiter. Ich mache hier noch Feuerlampen an, die schönen grünen Lampen. Wieder irgendeine Skizze für irgendeine Maschine. Schubladen, aber ich glaube, da ist nie wirklich was drin. War doch ein Zettel. 1. Mai 1899. Andererseits, was wäre, wenn sie aufrecht stehen und wie Menschen laufen könnten? Was, wenn das Bestialische demzufolge im Zaum gehalten werden könnte? Würden sie singen? Würden sie ihren eigenen Ort Gott finden? Ich
habe diese Dinger gesehen und meine Antwort dort ganz klar, nein. Nein, würden sie nicht. Einem ihnen aufgezwungenen Gott aber würden sie bereitwillig die Treue schwören und ihm huldigen. Darin, so wurde mir gewahr, unterscheiden sie sich nicht von der Masse. Sie sind uns äußerst ähnlich. Ist diese irreversible Schwelle erst einmal überschritten, werden unsere Fesseln zu eng und wir müssen freigesetzt werden. Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen. Zum Überwinden dieser großartigen Entwicklungsgeschichte muss sie zuerst auf den Boden gemalt werden. Was zur Hölle? Deine Bibel daneben. Irgendwer singt hier. Ein Hemd. Okay. Alter, was ist denn das für eine Mucke? Bitte mal lauter. Ich hab das Gefühl. Hier geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Gehen wir am besten lang. Ich glaube, hier war ein bisschen einladender. Wobei auch nicht wirklich. Aber es scheint nur noch ein Büroraum zu sein. What the hell? Alter. Lauter Gebisse und Brillen. Wie ekelhaft. Wieder ein Zettel. 22. August 1890. In Amerika sprechen sie davon, ihre Städte bis in den Himmel zu bauen. Das erscheint mir dann doch etwas töricht. Vielleicht aber ist das bei Nationen einfach so, die ohne eigene Geschichte gegründet wurden. Wir hingegen wandeln auf unseren Geschichten, sie sind in den Lehm unter unseren Füßen komprimiert. Davon haben die von uns eingestellten Ingenieure gesprochen. Sie erzählten, wie sie beim Bau der U-Bahn oft auf ältere Tunnel stießen, die kreuz und quer unter der Hauptstadt verlaufen. Welche Paläste wohl unter uns begraben liegen? Wir graben und graben immerzu und eignen uns das Gefundene wieder an. Im Mittelpunkt des Planeten, so erzählt mir mein Architekt, befindet sich eine große Eisenkugel, das Ei der Welt. Ja, ich dachte, da befindet sich eine Orange. Ich will so ein Nippel. Gut, dann geht's hier weiter. Diesen tollen Fund in der Schublade. Ein kleines Badezimmer. Hier ist aber soweit alles in Ordnung. Keine Gebisse. Oder sonstiges. Jetzt geht's wieder raus. Noch ein Zettel, wunderbar. 11. Oktober 1890. Zur Bändigung des Produkts, noch vor der Initiierung des Vorgangs, wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedriger Dosen eines Laudanum-Derivats an. Dies bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe schleifen, denn so geraten sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Dieser Förderbandabschnitt ist gummibeschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophonen und einfachen akustischen Verstärkerröhren um die Reihe herum die Beruhigung des Produkts mittels Musik ermöglicht. Debussy, was? Debussy, keine Ahnung, achten wir diesbezüglich als besonders effizient. Was zur Hölle? Um welches Produkt geht es da genau? Ich weiß ja auch nicht, die Story wird nur über hauptsächlich über diese ganzen Zettel und Tagebucheinträge erzählt. Warnung, Treibstoffpumpen, flüchtige Chemikalien. Diese Materialien sind höchst ätzend. Schutzkleidung ist Vorschrift. Okay. Das klingt nicht gut. Oh. Blut. Sind da Leichen?
Essen drin in den Säcken? Will ich jetzt aber nicht so gerne auf, warte mal. Schweine. Das sind Schweine. Alter. War mal eklig. Tagebucheintrag. Pumpwerk. Dies scheint eine Art Tankstelle zu sein. In den Fabriken von Herrn Yaham und Herrn Simon habe ich schon Automobile gesehen, aber der Geruch hier passt überhaupt nicht. Das ist definitiv kein Rohbenzin, da bin ich mir sicher. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass diese Maschine auf irgendeine Weise sehr bedeutsam sein muss. Interesting. Zu. Auch zu, oder? Ja. Die hier ist offen. Ha. Noch mehr Schweineleichen. Mehr Blut. Mein Gott. Hallo? Okay, hier ist ein Fenster, hier geht's raus, scheinbar. Ja, hier geht's raus, okay. Ich kann mich nochmal hier umgucken. Hier ist nämlich auch offen. Hier liegt noch ein Zettel. 28. September 1899. Stellt euch vor, sagen sie, eines Tages wird eine Maschine wie ein Mensch denken können. Als ob das wünschenswert wäre. Was könnte man damit prahlen, einen Menschen geschaffen zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt? Männer und Frauen auf allen Vieren, die sich gedankenlos paaren und ihre schmutzigen kleinen Spermasendschreiben auf die Straße ejakulieren. Die Gassen und Alter, ich kann nicht mehr lesen. Die Gassen und Gassen quellen fast über vom stumpfsinnig verspritzten Produkt ihrer Vereinigung. Die Luft schwer mit ihrem lustvollen Gewimmer. Körper überströmt mit ihren eigenen Absonderungen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass sie Passanten mit ihrem Samen besprühen. Dennoch ist dies der Zustand, den Babasch anstrebte. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellungen. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein. Und wir würden vor ihm auf die Knie fallen und ihm huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten und zum Unzuchttreiben schaffen. Vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und uns zu befreien. Ich lehne Babasch ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in der Gosse kopulieren, wie sie möchten? Denn schon bald werden sie von uns greifen, werden wir sie uns greifen und ihnen ihre Himmelfahrt erleichtern. Oha. Da gehen wir mal durch das Fenster hier raus. Das war ein ziemlich krasser Text. Von dem ich eigentlich den Sinn nicht verstanden habe. Boykott, weg mit dem Schweinegestank von unseren Straßen. Mendes Fabrik muss schließen. Okay. Das ist interessant. Schweinegestank. Was ist hier? Warum ist hier so eine riesige Fabrik voller toter Schweine? Was ist hier los? Man kann hier auch in die Kisten verschieben. Auch noch hoch? Nee. Kein Zwergzugang für Fremde. Anmeldungen beim Pförtnerhaus. Ja, gut. Ach, hier geht's. Hier geht's auch noch rein. Hier bin ich. Ach, hier war ich. Okay. Alles klar. Hallo. Der Mond. Vollmond.
Billiard heißt die Straße. Gut, Tagebucheintrag. Heilige Befehle. Diese Kirche scheint mit dem Werk verbunden zu sein. Wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen um die Aufstiegsstelle herum einen weiteren Weg in den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster. Der Laster steht mir aber im Weg. Fast scheint es so, als ob der Saboteur gewusst hätte, dass ich diesen alternativen Eingang in Betracht ziehen würde. Huch. Achso, ist schon die zweite Seite hier. Noch einer? Nee, schon sagen. Auf zu blinken. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Kines. St. Dunstan's Kirche. Und der Lieferwagen steht uns scheinbar im Weg. Ja. Okay, hier ist noch eine Seite. Lieferplan. Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man uns zur Verfügung stellt, einfach nach ihrer vorgesehenen Funktion erfüllt. Diese verfluchten neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Blauls, bevor ihnen ihr stinkendes Benzin ausgeht. Das Boss sagt zwar, ja Junge, das Boss, dass das schon in Ordnung wäre und dass es außerhalb der Fabrik genügend Pumpen für ihre Betankung gäbe, aber dazu darf man dann einen verflixten Tank vom LKW zur nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen, und der im Lagerraum ist wieder leer. Egal, zum Teufel damit. Genug für heute Nacht. Ab ins Bett. Ist ja nicht gerade so, als ob ihr einen normalen Zugang zu diesem verdammten Friedhof verbräuchte. Nachricht für Harry. Wir treffen uns im Dämsen Templar für auf ein Bier. Okay. Das heißt, der Tank des Lasters ist leer. Und der Fahrer hat es einfach hier abgestellt. Zu voll, oder doch? Plant. Hier geht's auch rein. Ich gucke mich aber hier nochmal draußen kurz um. Aber ich glaube, hier geht's nicht wirklich weiter. Ja, das klingt, als würde hier irgendjemand mit der Hand an den Zaunlatten herumstreichen. Vorbei. Chemikalientransport, Gefahr, höchst ätzend, höchst entzündlich. Okay. Ah, ein Förderband. So. Was passiert denn? Ein Tagebucheintrag mal lesen, vielleicht ist er ein Tipptunnel. Ein seltsamer Behälter. Dieser Kanister sieht so aus, als würde er zu der Treibstoffpumpe passen, die ich zuvor gesehen habe. Jedenfalls bestimmt er denselben unsäglichen, unheiligen Gestank. Ich würde nicht anders denken, dass in seinem Käfig an mir vorbeilief. Ich würde nicht noch einmal in diesen finsteren Maschinenraum hineinschauen. Es gibt Dringenderes zu erledigen und vielleicht sogar die Gelegenheit, Zugang zu St. Dunstan zu erlangen. Okay. Kann ich den Knopf drücken? Wenn ich hier. Komm ich hier rein? Komm hier nicht rein, oder? Nee, scheinbar nicht. Ich kann auch keinen Knopf drücken. Ich glaube, wir müssen wirklich mit dem Ding hier. Ja. Zur Treibstoffpumpe. Die auffüllen. Ich hoffe, dass er uns da keine böse Überraschung erwartet. Wo war das jetzt denn hier? Wie viel passt denn da rein? So.
kein gutes Gefühl. Oh, Alter. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl hier. Komm schon. Erstmal ins Tagebuch retten. Eine schnelle Flucht. Oh guter Herr, alles gut, nur Teiling. Ich muss fliehen, ich muss diesen Behälter und seinen ekelhaften Inhalt schnappen und von diesem Ort entkommen, bevor diese Kreatur, dieser Fastmensch zurückkehrt. Ich werde mich zur Kirche begeben, denn solch eine Abscheulichkeit kann mir bestimmt nicht auf heiligen Boden folgen. Alter, die Geräusche in diesem Spiel war. Die sind immer so krass gut. Ich hab richtig hier schon wieder Adrenalin pur. Zeigt sich mal, dass die Sounds einfach das Wesentlichste sind in einem Horrorspiel. So, komm. Raus hier. Auf. Zeug schwappt da drin rum. Ach hier. Hallo? So, und wohin jetzt damit? Weiß ja nicht, wohin damit. Mach ich die Klappe zu? Ach so, ich bin auch ein bisschen blöd. Den Laster befüllen. Nicht mal stark an, oder? Was ist wohin da? Hier vorne war immer so eine Kurbel dran, ne? Bei den alten Autos. So. Komm ich jetzt hier rein? Junge. Komm hier nicht rein. So, oder was? Also. Ja, nochmal. Auf den Fahrersitz. Hä? Hey, gerade konnte ich doch hier irgendwas tun. Kann ich das jetzt nicht mehr tun. Ah. Hier ist das Tor. Hey, lol. Muss ich hier irgendwas drücken? Mann, Junge. Ich muss ihn nochmal machen. Moment. Ist ja schon voll aufgekurbelt. Ach, jetzt geht es ja auch auf. Der ist automatisch. Okay, der ist automatisch auf dem Friedhof. Wollt ihr mich verarschen? This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Ja, fantastisch. Schlimmes. Friedhof ist nicht gut. Lol. Okay, Friedhof ist definitiv nicht gut. Hier sind nämlich lauter Schweinegräber. Alter. Ich hab Angst. Okay, wo muss ich denn hin? Ich glaube hier runter, ne?
Zwiebeln. Die Drähte kamen aus dem Boden, während er auf dem Gras schlief. Wie Schlangen waren sie und die bohrten sich in seine Ohren und wurden sein Hören. Alter, was geht denn ab? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir gehen in der nächsten Folge weiter, lesen den Tagebucheintrag nächste Folge und bis dahin bei Let's Play Amnesia Machine for Pigs.